Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir machen heute einen Buttermilch-Kokoskuchen. Das ist ein Blechkuchen, der ja, auch relativ einfach zu machen ist. Wir brauchen dafür einmal Mehl, bisschen Backpulver, viel Zucker, Eier, Buttermilch und später dann für den Belag Kokosflocken und 2 Becher Schlagsahne. Bei dem Rezept ist zu beachten, hier wird mit dem amerikanischen Maß Cup gearbeitet. Cup, die Tasse. Ist nicht so ganz klar, was jetzt eigentlich Cup ist. Also die einen sagen 235 ml, die anderen sagen ein US-Cup 285 ml. Das metrische Maß ist jetzt mit 250 ml festgehalten. Deswegen ist es ein bisschen trickreich. Aber ich habe jetzt einfach mal eine IKEA-Tasse genommen. Die ist hier noch etwas vom Mehl etwas zugestaubt. Das entspricht ungefähr so, ja, so 250 Milliliter und entspricht damit dem metrischen Maß. Und ich denke mal, mit dieser goldenen Mitte kommen wir da ganz gut zurecht. Von der Form her kann man entweder eine ja, gewöhnliche Springform nehmen für einen Kuchen, aber in dem Fall soll es ja ein Blechkuchen sein. Die Chefkoch-User haben das natürlich auch anders gemacht, die haben es mit der Springform probiert. Da brauchen wir hier so eine Fettwanne, wo wir dann nachher den Kuchen draufstreichen. So, wir haben die ganzen Zutaten genommen, haben sie jetzt einmal hier in eine Schüssel gehauen. Und ja, mit der Ausnahme von der Sahne und den Kokosraspeln, die brauchen wir für später, aber ansonsten die Eier sind drin, das Mehl ist drin, die Buttermilch ist drin und der Zucker ist drin und das Backpulver. Gleichzeitig im Hintergrund kann man schon mal den Ofen vorheizen, wenn man es noch nicht getan hat, hier auf 140 Grad und das Ganze wird jetzt einmal schön durchgemixt. Wir haben den Teig jetzt schön durchgemixt, dass hier einmal ein schöner, glatter Teig sich ergibt. Und jetzt sind wir eigentlich schon so weit, dass wir das Ganze aufs Blech verteilen können. Wir nehmen deshalb die Fettpfanne, damit es sich nachher besser löst, können wir die etwas einfetten. Entweder klassisch mit Butter oder Margarine. Oder ich habe hier auch zum Sprühen etwas sogenanntes Trennfett, wo das Ganze etwas fein säuberlicher erledigt ist. Und danach, wenn es gefettet ist, damit wir den Kuchen auch nachher wieder runterbekommen, können wir das hier schön mit einem Teigschaber drüber verteilen und schön gleichmäßig und glatt streichen. So. Schön gleichmäßig verteilen, dass wir eine ebene Fläche haben. Und das war's. Der Teig ist jetzt verteilt. Dann haben wir hier unsere Mischung aus Zucker und Kokosraspeln, wo auch extra aufgeführt ist im Rezept für den Belag. Und diese Masse können wir jetzt hier schön gleichmäßig drüber verteilen, also diese Zucker-Kokosraspelmasse. Schon ordentlich, wir haben ja genug davon da. Es ist nicht wirklich was für Kalorienbewusste, also wer im Moment gerade auf Diät ist, sollte mit dem Kuchen vielleicht noch etwas warten, bis es etwas gefruchtet hat. Denn gerade durch den Zucker ist es da schon relativ gehaltvoll und gerade wenn jetzt die Sahne noch dazu kommt. Aber der Geschmack entschädigt auf jeden Fall. So, wenn wir das Ganze dann verteilt haben, auch hier schön in die Ecken, dann kommt das Ganze in den Ofen bei 140 Grad und zwar für eine halbe Stunde. Mittlere Schiene, 140 Grad und dann schauen wir mal, wie es in einer halben Stunde ausschaut. Die halbe Stunde ist vorbei. Wir haben den Kuchen jetzt aus dem Ofen genommen und sobald er noch heiß ist, jetzt gießen wir gleich die 2 Becher Sahne darüber, schön gleichmäßig darüber verteilen. So, muss nicht unbedingt einen Schönheitspreis gewinnen. Das Ganze jetzt einfach erkalten lassen. Dadurch, dass der Kuchen noch frisch aus dem Ofen kommt und genügend Hitze hat, kommt die Sahne auch noch ein bisschen zum Stocken.
Ganze kalt werden lassen, mindestens 1,5 bis 2 Stunden oder einfach raus, vielleicht auf den Balkon stellen oder die Terrasse. Und ja, portionieren, in schönen Stücke schneiden und guten Appetit.